Wie schön sinnlos, das hier einzubauen. Da freue ich mich. So, aber helfen tut uns das nicht wirklich. Ich könnte es den ganzen Tag machen, aber ich glaube, da ist man mir... Alles hier unten ist alt und benutzt, aber jedes weggeworfen... Ja, das kennen wir ja schon. Gehe auf den Schrottplatz. Das machen wir natürlich gleich. Betrachte das Getrümpel. So, das war nur die Kuckuckuhr, ne? Und hier, lalala. So. Stromkabel. Wir müssen Strom besorgen. Da hat sich Gulliver den Strom von den Ratten abgezweigt. Sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Das Problem muss weiter oben liegen. Aber da kommen wir momentan ja nicht hin. Steige auf den Müllberg, klettere auf die Rohre. Wir könnten ja mal probieren, bevor wir da jetzt weitermachen, gucken wir hier nochmal. Da passiert nichts. Betrachte die Halterung. Was passiert denn? Ich glaube, das können wir nicht machen, aber nur mal so. Na? Oh. Können wir doch machen. Seil mit Gewicht. Wenn ich sonst schon nichts kann, Seile über Dinge werfen kann ich. In der Tat. Und jetzt? Wenn ich so... Wie landet sowas nur im... Und mir ist nicht nach Spielerei. Ja, komm. Seil mit Gewicht. Haben wir jetzt drüber gehangen, kriegen wir nicht mehr runter. Werden wir bestimmt später noch brauchen. Können wir da vielleicht das leere Säckchen anbringen? Nee. Flauschigen Pelz wahrscheinlich auch nicht. Ziehe das Seil mit dem fetzen Pelz heran. Der Pelz ist weich und leicht. Damit kann ich das Seil nicht heranziehen. Ich verstehe nicht genau, warum. Aber gut, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Mit Suppenschüsseln geht das auch nicht. Das Plakat drumwickeln würde gehen, macht er aber nicht. Kleiner Umhang auch nicht. Warum will er denn das Seil heranziehen? Wenn ich sonst schon... Wenn ich... Ja. Halt. Wenn ich sonst schon nichts kann... Ja. Der Pelz... Tja, dann weiß ich auch nicht. Dann probieren wir das später nochmal. Jetzt gehe ich aber erstmal ganz kurz. Können wir da Blick in... Das Loch ist unheimlich. Wenn man sich ihm nähert, fühlt es sich an, als würden kalte Finger nach einem tasten. Also wie die eigene Oma. Mir ist nicht... Auf der Bongo spielen geht nicht. Was? Wir können nur hinabblicken. Wir können aber nicht hinterher steigen. Warum nicht? Weil wir das Seil jetzt ja quasi... Ein Hamsterrad, ne? Nü? Das könnte unsere Stromlösung sein. Hier unten gibt es nicht viel, das es nicht gibt. Hamsterräder zum Beispiel. Ja, das nehme ich mit. So, Seil mit Gewicht. Da kommen wir später. Wir kommen später nochmal wieder. Der Wicht kommt zum Gewicht. Aber später können wir uns jetzt vielleicht von Jörg was runterkommen lassen. Hier gibt es ja eh nur noch die Glocke. Was anderes gibt es ja gar nicht mehr. Probieren wir es nochmal. Irgendwie muss es ja funktionieren. Huch. Wenn er nicht reagiert, wecke ich die halbe Stadt auf. Und Leute würden Fragen stellen. Damit können wir noch erpressen eigentlich. Was ist? Ich unterstütze Gulliver, Esther und Nate bei der Produktion der Tafeln. Ratten und Zombies. Du hast seltsame Freunde, Wetterquarz. Gulliver meint, du seist ihnen auch behilflich gewesen. Wenn ihr das sagt. Die Verfaulten wollten unbedingt in die Stadt. Hab ihnen ein hübsches Sümmchen dafür abgenommen. Gulliver schufte Tag und Nacht, um seine Schulden abzuzahlen. Ja, ich muss zugeben, er schlägt sich besser als erwartet. Trotzdem hätte ich mehr Tafeln verkaufen können, wenn er schneller gewesen wäre. Ach ja, ich mag den Jorge nicht. Ich hoffe, der kriegt noch eins ausgewischt. Es gibt einige Probleme mit der letzten Lieferung. Ja? Zum Beispiel, dass von Buren mir nur einen lächerlich geringen Betrag zahlen will, obwohl es sich um Sonderanfertigungen handelt. Diese Sonderwünsche sind das Problem. Ich hoffe, du zahlst Gulliver was extra dafür. Hast du eben nicht zugehört? Ich bekomme weniger Gold pro Tafel. Bevor meine Gewinnmarge schrumpft, muss er auf sein Gold verzichten. In der Krise müssen wir alle Opfer bringen. Der Arsch. Gulliver meint, dass er mit der nächsten Lieferung seine Schulden abbezahlt hat. Lässt du sie dann wirklich gehen? Aber Wilbur, das Wort eines Seefelshändlers ist ein Ehrenwort. Jorge? Na gut. Aber ich hole sie wirklich raus.
Der Markt für magische Schiefertafeln ist eingebrochen. Die Preise sind im Keller. Ich sattle um. Wasser, Brot und schnelle Pferde. Damit lässt sich momentan ein Vermögen machen. Also gut, dann machen wir die Lieferung fertig und du ziehst die Zombies hoch. Und mich versteckt in irgendeinem Sack gleich mit. Was hast du gesagt? Moment da. Gulliver hofft auf einen besseren Job bei dir, sobald er die Lieferung fertig hat. Wie stellt er sich das vor? Will er hier in der Stadt wohnen? In einem kleinen Häuschen mit Frau und Kind? Er ist ein Zombie! Wie immer ein informatives Gespräch. Bis dann! Gern geschehen. Ich riskiere doch gerne mein Leben für unsere kleinen Plauschereien. Ach, so ein Netter. Er meint's bestimmt ehrlich. So, wir haben jetzt auf jeden Fall das Problem, dass wir erst nach oben kommen, wenn... Huch, was? Stein? Betrachte den Stein. Welchen Stein? Welchen Stein? Für mich sieht das... Ach, das ist der Stein hier. Ich habe doch hier geklickt irgendwo und hat er Betracht den Stein gemacht. Betrachte die Stromkabel. Laut Gulliver gibt es seit kurzem keinen Strom mehr. Aber er braucht welchen, um die Tafeln aufwecken zu können. Ich glaube nicht, dass es an den Leitungen liegt. Aber woran dann? Nein, nicht den Stein betrachten. Hör auf damit. Der Strom kommt gar nicht erst hier an. Ich sollte den Kabeln folgen. Vielleicht sehe ich, wo es ein Problem gibt. Den Kabeln. Das Kabel hier, ich kann dem aber gar nicht richtig folgen. Betrachte die Kabel. Mit diesen Stromkabeln verpasst Gulliver der Markt. Oder zumindest hat er das bisher. Mit diesen Strom... Ja, den Kabeln folgen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich weiß nicht genau, wo die hingehen. Das kann man ja hier nicht so richtig nachvollziehen. Das Einzige, was da noch bleibt, sind die Kabel, die wirklich vorne runterhängen, welches dann diese hier sind. Da hat sich Gulliver den Strom von den Ratten abgezweigt. Sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Das Problem muss weiter oben liegen. Aber wie komme ich weiter oben hin? Das ist ja das Problem. Durch das Loch scheint der Mond. Es könnte mein Weg hier raus sein. Durch deine Liebe scheint der Mond. Nee, auf deine Liebe. Dass du mich liebst, das weiß ich. Auf deine Liebe scheint der Mond. Oh, wer ist das denn? Der Timmy. Hi, Timmy. Hi. Der scheint aber nicht so glücklich zu sein. Remy wird nichts passieren. Er ist die zäheste Ratte, die ich kenne. Aber er ist ganz alleine da unten in diesem schrecklichen Loch. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. Es hat sich noch nie jemand darunter getraut, außer Onkel Remy und seinem Großvater. Das Loch ist böse. Ich wünschte, ich hätte mit ihm hinabsteigen können. Nun, das hättest du ja. Oder auch später noch hinabsteigen. Das geht doch immer noch. Ethel ist eine hervorragende Köchin. Aber auch etwas speziell, oder? Total verrückt. So hätte ich es vielleicht nicht ausgedrückt. Ihr Käfig stand im Labor direkt über dem Kochtopf. Zu viele Dämpfe. Aber sie ist harmlos und die beste Alchemistin, die es gibt. Und offenbar auch die beste Köchin. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber kennst du einen Ausgang aus diesen Höhlen? Dutzende. Auch einen in meiner Größe? Nein, außer natürlich das unerreichbare Loch in der Decke. Das habe ich befürchtet. Hey, jetzt unterbricht das Gespräch doch nicht. Da waren noch spannende Themen dabei. Timmy? Also? Ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Aber wie wäre es mit etwas mehr Verständnis? Stell dir vor, du findest heraus, dass du kein Magier bist, obwohl du nie etwas anderes sein wolltest. Stell dir vor, dass du so unfähig bist, dass deine Freunde durch deine Schuld getötet werden. Aber wir brauchen dich hier! Jeden Tag wird der Widerstand schwächer und Van Buren stärker. Und du willst uns trotzdem verlassen? Wie sollte ich euch helfen?
Ich bin kein Magier, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Heiler, ich bin kein Ingenieur. Ich bin gar nichts. Selbst der Erzmagier war machtlos gegen diesen Zauberstab. Was soll jemand wie ich da schon ausrichten können? Du könntest es wenigstens versuchen. Hat er aber recht, wenigstens versuchen. Und offenbar ist er ja sehr findig und sehr pfiffig, denn er löst die Rätsel. Ach, das sind ja wir. Oh, huch, wir sind findig und pfiffig. Alter, das ist ja toll. So, ja, was machen wir denn da? Wie es aussieht, ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Vor 2 Tagen. Was ist geschehen? Das, was dieser Tage überall geschieht. Die kleine Van Buren hat ihren Spaß gehabt. Wir hatten den Strom vom Rollenspielgerät im Gasthaus abgezweigt. Und das gibt es nicht mehr. Das Gasthaus? Was ist mit Sloth und Grump? Denen geht es gut. Noch. Wenn sie hübsch mitspielen und die Köpfe unten halten, haben sie vielleicht eine Chance. Oh Mann. Das heißt, die ganze Stadt ist betroffen und wir kommen einfach nicht nach oben. Komme, was wolle, ob zum Flüchten oder zum Helfen, wir kommen eh nicht nach oben. Ethel glaubt, dort unten gäbe es Monster. Aber es sind nur Zombies und Roboter, soweit ich gesehen habe. Sie scheinen sehr nett zu sein. Der Totenschädel wirft Sachen nach uns, wenn er uns sieht. Und der kleine Roboter flieht, wenn ich ihm zu nahe komme. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, freundlicher euch gegenüber zu sein. Der klingt aber nicht so begeistert. Wäre es in der aktuellen Situation unangebracht, dich zu bitten, in einem Hamsterrad zu laufen? Ziemlich. Deswegen würdest du das ja auch nicht tun, oder? Natürlich nicht. Und wäre es auch unangebracht, Ethel darum zu bitten? Jupp. Natürlich. Ich muss weiter. Ich hätte die Antwort erwartet, sie hat ein Holzbein. Verdammt, die kann nicht im Hamsterrad laufen. Timmy ist enttäuscht, weil ich die Ratten nicht in ihrem Kampf gegen Van Buren unterstützen will. Aber lieber ein enttäuschter Freund als ein weiterer Toter. Ich weiß ja nicht. Hi, Ethel. Hast du eine Ahnung, warum es keinen Strom mehr gibt? Nein. Keine Ahnung. Mag Strom nicht. Mag Feuer. Ist warm und spendet Licht. Alles alchemistisch erklärbar. Strom ist wie... Magie. Wie Magie? Noch etwas eintopfen? Ja, nö. Ich muss weiter, Ethel. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer. Wo können wir denn das Hamsterrad installieren? Das Rad sieht nicht aus, als sei es viel benutzt worden. Irgendwo gibt es einen faulen Hamster ohne Rad. Hier haben wir zwar Stromkabel, verlasse das Rattenlager, die können wir aber nicht. Ich weiß nicht, ob die Glühbirne. Nee, die Glühbirne leuchtet nicht, weil das Ding hier ja. Das sieht immer so aus, aber das Licht kommt vom Topf. Und hier, die Glühbirne ist ja aus. Wir brauchen jemanden. Nimm einige Schüsseln, das machen wir nicht. Wir brauchen jemanden. Habe ich deswegen Timmy nicht gesehen, weil das Menü die ganze Zeit drüber war? Weiß ich gar nicht. Es ist schwierig. In der Höhle ist es schwierig. Das hätte mich gewundert, wenn es klappt. Ich bin jetzt schon wieder im Verzweiflungsmodus, ein ganz kleines bisschen. Wir können Strom erzeugen, indem wir die beiden aneinander reiben, aber das hilft ja jetzt auch nicht wirklich viel. Zumindest nicht im Moment. Ich gehe mal ganz kurz in die Höhle da. Spiele auf der Bongo. Die Kohleader. Ich nehme an, da können wir nichts abbauen. Eine Kohleader im Fels. Nicht sehr ergiebig, aber für ein ordentliches Feuer würde es reichen. Also vielleicht können wir die anzünden, oder was? Hey! Der Pelz ist weich und leicht. Wieso denn heranziehen überhaupt? Knote das Hamsterrad ans Seil. Das Hamsterrad hat zwar ein gutes Gewicht, aber es ist zu unhandlich, um es samt Seil zu werfen. Aber das Seil ist doch geworfen. Ich verstehe gar nicht, was der jetzt machen will. Da bin ich ein bisschen ratlos. Befestige die Suppenschüsseln am Rad. Na klar. Wie sollte das halten? Mit einem Seil? Ich weiß es doch nicht.
Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Der Pelz würde sofort herausfallen. Ich brauche etwas, um ihn zu befestigen. Wir können den Pelz eventuell da rein? Der Pelz... Nicht. Auch das nicht? Ich bin nicht verzweifelt. Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Man könnte ja zum Beispiel den Pelz dann irgendwie drum machen und an den Ballon dran halten, während jemand das Rad dreht. Das könnte eventuell, ich weiß es nicht, funktionieren. Hm. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich vielleicht etwas Kohle aus dem Fels brechen. Oder ich besorge Dynamit und lasse es in diesem Spalt unter der Kohle explodieren. Klar. Das wäre nicht nur schneller, sondern auch deutlich spektakulärer. Ich weiß aber nicht genau, ob die Kickstarter-Kohle für diese Animation ausgereicht hat. Deswegen weiß ich nicht. Remy, er ist zäh und clever und mutig. Alles, was ein Held sein sollte. Und Helden passiert nichts. Hoffentlich. Ja, red es dir nur ein. Wir gehen zurück zum Müllberg. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Wir wissen zumindest, was mit dem Strom passiert ist. Da können wir mit Gulliver schon mal quatschen. Vielleicht können wir dem auch ein bisschen was von Jorga erzählen. Hallo, Gulliver. Probieren wir es mal. Er ist sehr stumm heute. Ich habe mit den Ratten gesprochen. Sie haben auch keinen Strom mehr. Ach ja? Sie sagen, sie hatten den Strom von der Rollenspielmaschine im Gasthaus. Irgendwas muss mit der passiert sein. So ein Quatsch. Was soll schon damit passieren? Nun. Ich weiß, du legst viel Hoffnung in euer Leben dort oben in Seefels, aber... Nichts öffnet so viele Türen wie Erfolg. Vielleicht müssen wir doppelt so hart arbeiten, weil wir Zombies sind. Aber wir werden es schaffen. Wir haben jede Menge Zeit, weißt du? Vielleicht seid ihr in der Stadt nicht sicher. Ihr könntet verwandelt werden. Verwandelt? Wovon redest du? Jemand könnte sich an eurem Aussehen stören und etwas dagegen unternehmen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Das ist eine gesunde Einstellung, aber das interessiert die Kleine von Burengüre wohl kaum. Verdammt. Hallo, Gulliver. Verdammt, verdammt, verdammt. Hallo, Wilbur. Mal angenommen, ich würde einen Stromgenerator bauen wollen. Wie stelle ich das an? Stell dich nicht dumm. Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandeln. Sowas wird euch Gnomen doch in die Wiege gelegt. Ja, ich bin nur schon so lange raus aus der Wiege. Bis dann, Gulliver. Bis dann, Wilbur. Ja, Bewegungsenergie, das ist natürlich eine schöne Sache. Leg den Schalter um. Welchen Schalter? Da stand gerade, lege den Schalter um. Welchen Schalter soll man denn um? Ach, das ist der Schalter. Der Schalter. Schalter! Juhu! Betrachte die Maschine. Das ist eine der Erfindungen. Die Maschine soll irgend... Ich würde gerne wissen, wo ich das Hamsterrad anbringen könnte. Ich bin ein Keilriemen. Wir brauchen den Keilriemen unbedingt. Den Keilriemen müssten wir um das Hamsterrad spannen und dann auf der anderen Seite um irgendwas anderes. Was haben wir hier? Betrachte das Gerümpel. Lalalala. Betrachte die Maschine. Hier ist doch zum Beispiel ein Rädchen. Das ist eine der... Die Maschine. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber. Können wir da irgendwas... Nee, da können wir auch nichts sehen. Nur die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine soll vermutlich diese seltsame Maschine gleich neben ihr antreiben. Aber es sieht so aus... Die Kabel mitnehmen können wir ja auch nicht. Nimm die Bretter. Vielleicht können wir die Bretter jetzt nehmen. Gulliver, kann ich mir einige Bretter ausborgen? Ja, kein Problem. Ich habe mehr als genug Holz für die Lieferung. So, die Bretter haben wir. Hier unten, das können wir nicht mitnehmen. Schade. Bretter haben wir jetzt auch. Langes Holzbrett und kurze Bretter. Wohin? Wohin, frage ich, wohin? Hier gibt es sehr viel. Was liegt da noch? Rolle Klebeband. Natürlich. Die ist mir sofort ins Auge gesprungen.
Ich habe noch nie erlebt, dass Klebeband nicht nützlich war. Da sagst du was. Mit dem Klebeband nämlich können wir das Hamsterrad auskleben. Ich habe gleich mal außen und innen etwas vom doppelseitigen Klebeband befestigt. Doppelt hält besser. Sehr gut. Dann können wir jetzt wahrscheinlich Pelz draufschmieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber ich habe den Pelz an die Innenseite des Rads geklebt. Sehr gut. Jetzt noch ein Keilriemen. Da müsste der Luftballon irgendwie rein. In Ordnung. Ich stecke den Luftballon in die Mitte. Ich sehe nicht ganz, wo der Luftballon da steckt. Das hätte mich nämlich schon interessiert, wie er den da reinsteckt in den Pelz. Das wäre interessant. An der Innenseite des Hamsterrads klebt der flauschige Pelz. Am Klebestreifen auf der Außenseite klebt noch gar nichts. Da müsste theoretisch... Der aufgeblasene Luftschlauch steckt im Moment nutzlos in der Mitte. Ja, da müsste jetzt theoretisch außen der Keilriemen drum, wenn wir an den Rand kämen. Vielleicht mit dem langen Brett. Probieren wir es doch mal. Ich stelle mich mal eben auf die Lore.